Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gestern das Herz Jesu wirklich nochmal bedacht, das Herz des Vaters. Denn im Endeffekt möchte ich da heute weitermachen. Es geht darum zu verstehen, wo das Herz des Vaters für uns schlägt und für seine Menschen, seine verlorenen Kinder schlägt. Da möchte ich mit euch heute weiterlesen. Und ich fange ganz bewusst mit dem letzten Satz der ersten Geschichte von gestern nochmal an. Dort beendet Jesus die Rede mit den Worten: Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Jesus selber ist der Herr des Sabbats. Er hat das Sabbatgebot gegeben, als er noch beim Vater war, gemeinsam mit dem Vater zusammen. Und so wie er das Sabbatgebot gegeben hat, so darf er dieses Sabbatgebot auch definieren, darf genau sagen, wozu es da ist. Und das tut er hier in der Geschichte, die wir gestern gehabt haben und auch in der Geschichte, die wir heute lesen wollen. Es ist immer noch Sabbat. Es ist immer noch dieser Tag und da heißt es jetzt in Vers 9, Kapitel 12, Vers 9: Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie, die Pharisäer, fragten ihn und sprachen: Ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen? Damit sie ihn verklagen könnten. Er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist der Mensch nun als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Mich schockiert die Tatsache, dass die Pharisäer sehen, wie Gott ein Wunder tut, sehen, wie er ein Leben wieder in Ordnung bringt. Und der Hass steigt in ihnen so hoch, dass als Reaktion nur noch die Planung ist: Wie können wir ihn umbringen? Das macht mich fassungslos. Das macht mich einfach fassungslos. Aber es zeigt, was passiert, und ich bitte euch, dass ihr mir nicht böse seid, wenn ich es so deutlich sage. Dieser Hass zeigt, was passiert, wenn der Teufel das Regiment im Herzen übernimmt. Dort, wo dieser Hass da ist, der Hass auch gegen die Christen, da können wir sehen, dass das Regiment der Fürst dieser Welt übernommen hat. Und da geht es nicht mehr um Logik, nicht mehr um Verstehen, sondern da geht es schlicht und einfach nur darum, gegen Jesus. Gegen Jesus. Aber lasst uns zurück zu dem eigentlichen Thema gehen. Ich hatte am Anfang schon gesagt, dass es heute auch nochmal um das Herz des Vaters geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie der Vater im Himmel auf uns schaut. Er hat uns den Sabbat gegeben, damit wir heil werden, immer wieder neu heil werden am Sabbat, am Sonntag für uns Christen, dass wir immer wieder neu auch ausruhen können in der Gegenwart des Vaters im Himmel. Das ist der Gedanke des Sabbats. Und deshalb hat der Vater im Himmel gesagt: Hört auf zu arbeiten, macht eine Pause, dass ihr zur Ruhe kommt, innerlich, äußerlich, dass ihr euch erholen könnt, dass ihr heil werdet in meiner Gegenwart, dass euer Körper wieder neue Kraft schaffen kann. Und aus diesem guten Gesetz, was um der Menschen willen gegeben worden ist, haben die Pharisäer nun die Gebote gemacht und hier ein Verbot und da ein Verbot und du darfst so und so viele Schritte nicht tun und du darfst dies nicht tun und du darfst das nicht tun. Alles, was irgendwie im Kleinsten nach Arbeit aussah oder als Arbeit definiert werden konnte, war verboten, um das Gesetz nicht zu übertreten. Ursprünglich war dahinter eine gute Intention. Sie sollte mich beschützen. Aber sie ist letztendlich zur Religion geworden. Und deshalb
als die Jünger, als die Pharisäer jetzt ankommen und versuchen, Jesus zu erwischen, da stellt er es nochmal ins Zentrum, wozu dieser Tag eigentlich da ist. Als sie fragen, ist es erlaubt zu heilen, in Klammern, das ist ja eine Form von Arbeit, da sagt er, Leute, wenn euer einziges Schaf in die Grube fällt, lasst ihr es in der Grube verrotten, nur weil Sabbat ist, holt ihr es nicht heraus, rettet ihr nicht selbst das Leben eines Tieres? Natürlich tut ihr das. Wie viel mehr ist der Mensch? Wie viel mehr ist der Mensch? Und wenn ich mir das Herz des Vaters anschaue, dann ist es nur völlig logisch, dass Jesus sagt, nein, heilen ist etwas, was in Gottes Plan ist. Helfen ist etwas, was in Gottes Plan ist. Der Plan vom Sabbat war, dass wir die Kraft wiederbekommen, dass wir den Frieden wiederfinden, den wir brauchen, um in eine neue Woche hineinzugehen. Der Plan war nicht, einen Tag zu schaffen, der in Ketten liegt durch Gebote, sondern einen Tag zu schaffen der Freiheit, der Liebe, des Neuwerdens. Und zu diesem Neuwerden gehört auch, dass Menschen heil werden. Und deshalb heilt Jesus diesen Menschen. Ich merke, der Sonntag ist mir ganz, ganz wichtig. Und es gibt viele Dinge, die ich am Sonntag niemals tun würde. Bestimmte Renovierungsarbeiten würde ich niemals am Sonntag machen. Aber predigen werde ich immer mit Leidenschaft am Sonntag. Menschen von Jesus erzählen werde ich immer mit Leidenschaft am Sonntag. Hinfahren irgendwo, wo es notwendig ist, damit vielleicht jemand heil wird, werde ich weiter am Sonntag tun. Zu verstehen, was hinter der ganzen Geschichte steht, ist viel wichtiger, als vielleicht vordergründig ein Gebot zu halten. Ich möchte euch so ein bisschen herausfordern, an dem Punkt nochmal genau zu schauen, bin ich wirklich am Herzen des Vaters? Verstehe ich, worum es geht? Ist Jesus wirklich der Herr in meinem Handeln, in meinem Denken, in meinem Fühlen? Oder halte ich mich an Regeln, Geboten fest, die letztendlich nicht mehr dem Herzen des Vaters entsprechen? Ich weiß, das sind schwierige Fragen, aber ich möchte euch einfach mit diesen Fragen in den Tag entlassen. Bist du am Herzen des Vaters? Weißt du, wo das Herz des Vaters heute schlägt? Wenn du deinem Kollegen begegnest, wenn du deinem Nachbarn begegnest, wenn du im Geschäft mit der Kassiererin redest, wenn du neben deinem Mitschüler sitzt, weißt du, wo das Herz des Vaters schlägt? Jesus, danke, dass du das so deutlich machst. Danke, dass du so klare Antworten gibst. Herr, schenke uns die Gnade, dass wir verstehen, was dir auf dem Herzen liegt. Schenke uns die Gnade, dass wir wirklich das Herz des Vaters verstehen können. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.